Eine letzte Frage habe ich noch. Philipp Müller, es ist ja tatsächlich Weihnachtszeit. Was würden Sie an Martin Bäumle für ein kleines Geschenk machen und das Weihnachtsbäumle legen? Der Martin Bäumle hat schon alles. Er braucht ein Geschenk mehr. Ein kleines Geschenk, es muss nicht viel kosten. Ja, was wollte ich ihm sagen? Ein Gutschein für ein paar Liter Benzin für sein TÜV. Martin Bäumle, was schenken Sie der Ruth Humbel auf die Weihnachten? Was soll ich der Ruth Humbel schenken, was auch schon alles hat? Wahrscheinlich. Etwas, ich glaube, wenn ich es könnte, ein paar besinnliche Tage, wo sie sich oben runterfahren kann, Politik vergessen, wirklich einmal privat sein, weil es fängt dann früh genug wieder das Leben an. Wo? Welches Hotel? Ich würde sagen, das muss sie selber aussuchen. Aber so Wellness wäre vielleicht nicht das dümmste ein paar Tage, oder? So ein Wellness-Gutschein. Ihr Geschenk für den Herrn Siegrist? Ich würde jetzt vorschlagen, wenn es für Sie ein Geschenk wäre, dass wir uns einmal treffen zu einem Kaffee in Zürich und so die Diskussion weiterführen, wie die privaten, kirchlichen Organisationen, die Landeskirche vor allem auch damit helfen. Ein Kaffee mit der Nationalrätin. Christoph Siegrist, was schenken Sie an Philipp Müller? Herr Müller! Ist schon gut, dass es nicht das, was Sie jetzt freundliches Lachen. Vielleicht eine Predigt auf der Kanzel vom Grosswünschen. Nein, ich lade Sie ganz herzlich ein, einen Gratis-Eintritt bei mir im Gottesdienst, im Grosswünschen, wo Sie dann dafür den Preis ganz in Kollekt hineingehen. Und nachher gehen wir noch auf den Karlsturm und schauen von oben runter, von der Vogelperspektive, auf unsere Asylpolitik. Ich hoffe, das kommt stand. Das tue ich Ihnen jetzt wirklich schenken. Christoph Siegrist, ich hoffe, das kommt stand, wenn nicht jetzt, dann im neuen Jahr. Ich danke Ihnen herzlich fürs Interesse und wünsche Ihnen ganz gute Nacht. Ade miteinander.